Samstagabend, ihr Schnittchen, Trash Night mit dem Hardy. Miau. Und mit dem Bram. Und wir spielen Nightbanes, ein Trading Card Game vom Entwickler Deviat GmbH. Ja, genau. Und ich möchte trotzdem nochmal einwerfen. Wir haben letzte Woche Spelunky gespielt. Ja, das ist übrigens unser dritter Aufnahmeansatz jetzt. Und ich muss jetzt zum dritten Mal sagen, dass wir die Free-to-Play-Variante gespielt haben. Ja, mag sein, dass die 13-Euro-Variante bei Steam viel, viel besser ist mit Grafik und Steuerung und so. Interessiert uns aber nicht, denn wir haben die Free-to-Play-Variante gespielt. Das, was uns zur Verfügung gestellt wurde, also was uns das Internet halt, ne, gegeben hat, frei zum Zocken. Und die Version war scheiße. Also, erübrigt sich die Diskussion. Ja, aber genau. Ihr habt natürlich recht, hat andere mal gut sein. So, und jetzt Schnauze jetzt hier. Wir wollen jetzt hier so ein Kartenspiel spielen. So ein genau, wir spielen, wie gesagt, jetzt Nightbanes. Und wie immer, Link in der Videobeschreibung zum Spiel. Also, falls ihr selber probieren wollt. Und natürlich Däumchen nach oben, wenn ihr sagt, boah, die beiden haben vollkommen recht mit ihrer Bewertung. Aber die gibt's natürlich erst am Ende des Videos. Oder Däumchen nach unten. Jetzt, noch gar nicht. Jetzt hat er einen Maul und gibt das. Ja, Däumchen nach unten, blabla. Okay. Ja, wir haben, es gibt so ein Quest-Ding hier. Das kann ich mal kurz, ganz kurz zeigen. Das kennt man vielleicht auch aus anderen Spielen. Magic, ne? Hier. Nee, da kenne ich das nicht. Duels of the Planeswalkers. Du, in Duels of the Planeswalkers gibt's konntest da auch so Quest-Dinger? Ja, könntest du auch so gegen so KI-Leute spielen. Und ja, das kann man auf jeden Fall auch machen. So, dann kriegt man halt so Belohnung. Das Ganze ist natürlich Free-to-Play. Das heißt, man muss natürlich zwischenzeitlich auch mal blechen. Und das läuft im Browser. Man gibt nämlich hier diese Diamanten. Und, namens Blutdiamanten, was fast gar kein makabrer Begriff ist. Und die kosten halt Geld. Und zum Beispiel hier 55 kosten 4,99. Und wenn wir mal ganz kurz gucken, was man dafür kriegt. Für 55, nehmen wir mal 30, ja, kriegt man halt eine Karte. Also, ich kann noch nicht einschätzen. Ja, das sind aber so Special-Karten hier. Ne? Ja, aber das ist für mich trotzdem irgendwie teuer. Man kann natürlich dann wieder sein Deck bauen hier. Ja, man kann doch auch Booster kaufen, oder? Hier, hier kann man sich so einen Old Town Booster kaufen. Der enthält 6 Karten aus dem Old Town Set. Das kostet auch 30 Blutdiamanten. Also genau, umgerechnet 3 Euro knapp. Oder? Dann gibt's auch halt andere Belohnungen, die man kann man sich für die Gewinne PvP Blutabzeichen hier kaufen. Wie gesagt, der Ruf, das hier, das kriegt man halt, wenn man halt die Quests abschließt, darauf kann man sich das kaufen. Und das letzte hier sind vollende Queststufen. Das sind halt, ja, auch, also es gibt halt mehrere Arten der Währung. Finde ich eine coole Sache. Dann gibt's halt noch so Gegenstände, die man kaufen kann, bla bla, so ein Archiv. Evolution, das finde ich ganz fett. Da kannst du halt so Karten zusammenwürfeln und daraus halt eine stärkere zu machen. What? Ja, wenn du auf Kartenshop gehst, alles. Dann klickst du links auf Evolution. Dann kann man halt, wenn man bestimmte Karten hat. Ah, ach so, meinst du so zwei, wenn du so voll viele Karten hast und du hast so zwei Katzen hier beispielsweise, dann wird dazu so eine etwas stärkeren Katze. Genau. Und dann am Ende kann man halt diese Blutdiamanten kaufen mit PayPal, Visa, bla bla bla, das Übliche halt. Aber das interessiert uns nicht so. Wir spielen jetzt mal hier gegen Gegner. Und da ist mir erst ein kleines Manko aufgefallen. Und zwar... Ich weiß nämlich noch nicht wie, wir haben jetzt extra so einen von diesen neuen Räumen gewählt, weil der erste ist nämlich echt brechenvoll, da sind viele, viele hundert Spieler drin. Hardy und ich würden halt gern zusammenspielen, aber es gibt halt irgendwie nur diese automatische Gegnersuche. Ist das so? Ich hab Klick mal oben auf Menü. Oben auf Menü? Da gibt es so ein Dropdown-Menü, aber ich sehe jetzt hier auch... PvP? Geh mal auf PvP, Gegner suchen. Deck-Editor. Genau, Gegner suchen. So, jetzt kann ich mal hier Gegner suchen drücken. Such du auch mal. Suche Gegner. Jetzt spiel ich gegen Yelram. Ich werde gegen Kengal. Okay, ich werde jetzt einfach mal, einfach feige wie ich bin, verlieren. Kampfwertung minus 4, scheiß drauf. Du hast verloren. Also, aber wieso kann ich denn jetzt nicht mit dir kämpfen? Weil wir sind ja eigentlich zusammen allein in dem Raum. Genau, hier kann man halt gucken, wie es aussieht. Kann man bla bla ein paar Optionen erstellen natürlich. Rangliste, Quest, Deck, Startseite. Wie gesagt, ich kann halt auch auf Hardy rechts klicken, halt öffnet sich halt nur das Dropdown-Menü, oder links klicken halt, kann ich hier sagen, Nachricht hinzufügen oder spielen. Hier oben gibt es auch noch Energie, wofür die gut ist, weiß ich aber noch nicht. Ich glaube, für die Anzahl der Quests, die man spielen kann, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Spieler gegen Spieler. Gegner suchen. Pass auf, ich mach mir jetzt mal die Community zunutze und frag mal, ob man gegen Freunde bestimmen, gegen wen man spielt. Zum Beispiel gegen einen Freund. Gucken wir direkt mal gucken, wie... der Chatraum soll das Ziel sein. Können wir direkt mal gucken, wie nett auch die Community ist und so weiter. Das ist, wir haben das Spiel kurz im Tutorial schon mal angespielt und ihr guckt jetzt auch schon wieder 4 Minuten zu, wo nichts passiert quasi.
Ja, du, deswegen, hör mal, hier mal, wie, was heißt, wir haben, wo nichts passiert, wir haben doch hier gezeigt, weil es hier zumindest schon mal zu gucken gibt. Ja, ob wir das jetzt machen, oder meistens machen wir das immer erst, nachdem wir gespielt haben. Du musst mit ihm gleichzeitig suchen drücken. Ist das jetzt ein Spaß? Wenn ihr euch gleichzeitig anmeldet, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Kann man also nur Glück haben. Okay. Ja. Das ist natürlich also echt bitter. Muss man sagen, klarer Punkt Abzug, sackt mich voll an, dass man halt nicht sagen kann, ey Junge, gegen dich möchte ich spielen. Klar, ich kann es ja natürlich verstehen. Es gibt natürlich hier diese Rangliste und so weiter, dass man dann nicht cheaten kann. Aber man könnte ja sagen, Spiele, die man halt gegen Freunde macht oder wo man die Gegner sich aussuchen kann, dann werden nicht gewertet. Genau, werden einfach nicht gewertet. Na gut, okay, dann machen wir mal Gegner suchen, sollen wir gleichzeitig draufdrücken, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, wir machen mal, lassen wir aber trotzdem nur mal in den gleichen Raum gehen. Okay, nochmal Raum 3. Ja. Okay, dann 3, 2, 1, drück! Okay. Such einen Gegner. Ich hab Wiske. Okay. Ah, dann geh ich direkt wieder raus. Meine Kampfwertung wird dadurch bestimmt voll niedergemacht. Ja, ich bin Gott sei Dank, meiner war gerade beim Gegner suchen, hat Gott sei Dank keinen gefunden, deswegen bin ich nochmal zurückgegangen. Ja, dann nochmal. Okay. 3, 2, 1, drück! Gegner gefunden. Der Hardy. Rammen! Hat tatsächlich alles klar, ja, also jetzt rotze ich dich mal an die Wand, ey. So, was haben wir denn hier? Was hab ich denn da für eine Alte? Ich hab, mein komischer Typ heißt Rolando. Muss aber auch mal jetzt kurz erklären, wie das funktioniert, ne? Genau, also, ja, wir haben halt, wie gesagt, nur das Tutorial gespielt. Oben seht ihr hier diese Diamanten, diese roten. Und zwar, eine Kreatur kommt aufs Feld mit leeren. Und jede Runde wird einer aufgefüllt. Und wenn der halt, wenn alle voll sind, dann kann die halt im nächsten Zug angreifen. Ziel ist es halt hier diesen, wir haben den Vampirlord, genau, zu vernichten. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Versucht 2 Schaden auf alle Feinde. Ein Bowie-Messer. Hey, so. Lol. Hab ich das gerade dran gemacht? Wieso? Ja, frag ich mich auch gerade. Kann einem Angriff von nicht fliegenden Kreaturen ausweichen. Kann Angriff von nicht fliegenden. Cool. Oh, das ist natürlich scheiße. Ja. Jetzt kriegst du erstmal Fett auf die Fresse. geht ihm einer ab. So. Ich bin wieder dran. Ach, das sind Untote? Ja, du bist dran. Okay, also er spielt mit dämonischen Einheiten. Ja, ich spiele halt mit so Abwasserviechern irgendwo. Alter Junge! Ja, ich bin ja sofort schon tot! Ja, was hast du für eine Fresse gekriegt, würde ich sagen. Verarscht mich doch nicht direkt wieder, ey. Ja. Ich erstmal ein Reittier casten. Oh, du hast ein Reittier gecastet? Ja. Ah, dann caste ich... Okay, achso, dein Reittier ist down. Achso, dein Reittier. Woher weiß ich, wie viel Schaden machen die jetzt eigentlich? Machen die jetzt. Wie viel Schaden macht der jetzt? Oben rechts den einen Schaden oder was? Ja, ne? Ich glaube. Und mein Zitteraal ist jetzt nicht so rundevoll. Der macht 4 Damage. Also solltest du jetzt mal langsam mal weiter entgegensetzen, du kleiner Bro. Ja, ich sitze jetzt auch entgegen. Ey, was ist das denn? Wieso kann er mich angreifen? Der kann doch fliegen. Ja, aber ich weiß auch nicht. Kann nicht Kreaturen ausgreifen. Wieso konnte der mich denn jetzt angreifen? Ja, ich bin auch noch nicht ganz, ganz dahinter gestiegen. Okay. Ah, dann auf Wiedersehen. Ah, ich hab noch ein Leben. Okay, jetzt mach ich dich weg. Ja. Okay, verflucht einen Feind dieser Leiter. Du kriegst nächste Runde insgesamt 5 Schaden, also solltest du mal was machen. Ja, was ist das denn da für einer? Ein lauernder Schatten, verflucht ein Feind. Dieser erlernt einen zusätzlichen Schaden aus Schattenquellen. Aha. Oh ja. Was hat der eigentlich? Kann ein Stromschaden auf einen Feind verursachen. Verursacht einen Rückkopplungsschaden auf einen Gegenüber, nachdem diese Karte angegriffen wurde. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel hier. Meine Gruftspinne hat verursacht garantierten Angriffsschaden gegen fliegende Gegner. Okay, nochmal kämpfen. Nochmal kämpfen. Nee, scheiße, das habe ich jemand anders. Nein! Okay, ich dachte, man kriegt den gleichen Gegner. Okay. Okay, dann lass doch mal rausgehen. Okay. Ja, Moment, bei mir steht noch Warte auf Gegner. Ja, bla bla. Zurück. Okay, zählen wir runter. Warte, ja. 3, 2, 1, klick! Nein, hat nicht geklappt. Okay. Also das ist ein echt Minuspunkt. 3, 2, 1, klick! Okay. Also ich kämpfe immer gegen die gleiche. Okay. Ich kämpfe immer gegen die gleiche, okay? 3, 2, 1, klick! Der Bam! Hardy. Jawohl. So, jetzt rotze ich dich aber weg, du Lutsch. Warum hast du eigentlich einen Lebenspunkt mehr als ich? Ja, weil ich so eine mega geile Schlampe hier hab. Weißt du, die keine Haare auf dem Kopf hat. Ist doch voll geil.
So, ich setze jetzt erstmal ein Reittier. Erstmal ein bisschen mehr Leben machen. Deine Mutter sitzt auch ein Reittier. Okay. Ich spiele jetzt hier so einen geilen dämonischen Mann. Alter, wo hast du den denn her? Aus meinem Deck gezogen. Okay. Dann spiele ich die. So, mach die Spinne. Die Spinne macht Erdenbindung. Verursacht garantierten Angriffsschaden gegenüber fliegenden Kreaturen sowie. Hahaha! Du geiler Lutscher! Komm in mein Netz, du kleine Fliege! Ist die untot? Ne, die ist monsterhaft. Was haben wir hier eigentlich noch? Da. Ui! Oh, da hat meine Spinne aber auf der Fresse gekriegt. Also ja. Ich bin jetzt mein Bowie-Messer. So, und dann beschwört einmal. Ach, die Spinne kann nicht ausgerüstet werden. Oh, ich bin ein Vollidiot. Also hat meine Spinne jetzt noch 3 Leben oder was? Na, okay, kapier. Hä? Ich kapier das nicht. Ich verstehe nicht, wie viel Leben die jetzt noch hat. Doch, doch, rechts oben ist das Leben. Okay. Ist noch eins. Und links ist der Angriffsschaden. Ach, das links ist der Angriffsschaden. Okay. So. So, dann spiel ich Mongul. So, erstmal einen Gegner von dir platt machen. Was ist das denn da für ein Mongo? Der Nekromant. Aha. Das ist ein Ghoul. Okay, interessant. Vorrat 2 Kammer auf alle Feinde. Alter! So, gib ihm. Das ist ganz schön nervig, du kleiner Mongo. Alter, jetzt gleich mein Ghoul fertig, weil dann mach ich dich richtig weg. Ach, du kannst immer die Kimme knutschen, Alter. So, was haben wir noch hier? Der Nekromant, der macht mir ein bisschen. Ein Skelett-Berserker. Wobei, der hat. Alter, ist jetzt mal gut hier. Guck mal, jetzt ist alles fertig bei mir, Junge. Alles. Scheiße, ich kann die Spinnen mit nichts ausrüsten. Ey. Da muss ich jetzt mal meinen Zombie spielen. So, was haben wir hier? Kann nicht von Kreaturen geblockt werden. Was ist das denn da oben? Ein Skelett-Berserker. Alter, der macht 2 Schaden. Aua. Alter, Junge! What the fuck, ey? Du gibst mir voll auf die Fresse! Okay. Jetzt bist du ja dran. Ich check noch nicht... Ich check nicht immer, wer wann wie angreift. Ja, und ich weiß, bin. Ich verstehe nicht, ich kann mit meinem Gletscherschlag auch nicht auswählen, was für eine Kreatur ich von dir angreifen will, scheinbar. Ne, immer nur die ganz links. Ja. Alter, what the fuck einfach nur! Ja, bumm, ich hab einfach weggerotzt. Ich hab nicht mehr mitgekriegt, dass du mich total platt gemacht hast. Okay, wir probieren noch eins, oder? Ja, sicher. Ja, okay. Gegner gefunden. Ne, ich hab noch nicht draufgedrückt. Ich hab auch nicht drauf gedrückt, ich hab auf nochmal spielen gedrückt. Jetzt muss ich gegen Dieselmann spielen, aber ich will nicht gegen Dieselmann spielen. So, alles klar. Ja, können wir? Ja. Alles klar, dann 3, 2, 1, klick. Der Hardy. Bam. Das funktioniert echt relativ gut, aber ich finde, das hätte man noch anders machen können. So, jetzt mach ich. Wahrscheinlich jetzt versuche ich mal nochmal genau durchzulesen. Also. Dieser einzige Schaden aus Schattenquellen. So, du bist aber nicht korrupt, wa? Nee. Was ist das eigentlich für ein Timer? Korrupt. Was passiert eigentlich, wenn der abläuft? Dann ist deine Runde vorbei, du Mongo. So, was hast du denn da überhaupt? Einen lauernden Schatten. Na, interessant. Ja, mit 3 Leben, Junge. Ach ja. Kann eigentlich sein, dass immer die quasi ihre gegenüberliegende Karte angreifen? Das weiß ich nicht. Oder immer die Karte ganz links. Das kann natürlich auch sein, dass die erst die Karten ganz links wegballern. Dass sie wie in so einer Reihe stehen, weißt du? Warum hast du mir den Schaden gekriegt? Weil du mich angegriffen hast mit deinem blauen. Achso, ich hab den linken angegriffen und der rechte hat auch einen Schaden gekriegt, okay. Mhm. Okay, jetzt hat mein Jetzt hab ich nur mit meinem. Ah ja, gut, mit meiner Spinne angegriffen, mehr kann ich ja auch noch nicht. Okay. So, und ich bin mehr gespannt, wie das hier alles läuft, ey. Jetzt verstehe ich nicht, warum hat meine komische Entflammenkarte jetzt den ganz rechts, wieso nicht deinen lauernden Schatten angegriffen? Das verstehe ich nicht. Das krieg ich schon wieder so von dir auf die Fresse, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Ich hab das auch noch nicht ganz gecheckt, das geht alles immer relativ zügig. Was ist das denn, ein Abwasserkanal-Zombie? Ja, genau. Okay. Oh, jetzt habe ich bei dir aber auch mal ausgeteilt. Jetzt hast du aufgeräumt. Was kann der komische, verrückte Clown? So, mal ein Zombie. Alter, spielst du super schnell einfach nur. Leck mich mal fett am Arsch, ey. Das ist echt mega schnell. Junge, dann spiel ich nochmal einen Ghoul.
So. Oh, ich hab dir einen mitgegeben. Ja, deine Mutter gibt mir auch einen mit, ey. So, hier. Was bedeutet denn diese 6 da eigentlich da, ja, die ich da hab? Ich hab halt die Fähigkeit von meinem Vampirlot genutzt. So, wer ist er denn hier? Halt einer deiner Kreaturen für 1. Na, ich hab hier so einen Chirurg. Oh, du bist down. Okay, Moment, lass auf normal kämpfen drücken, ja? In 3, 2, 1, klick. Jawohl. Ja, alles klar. Ja gut, dann halt nochmal. Okay. So, ich spiele erstmal den jetzt hier. Was ist das denn für einer? Der hat 4 Leben, ein Höllenritter. What? Okay. So. Dann spiele ich erstmal den jetzt hier. Okay. Dann spiele ich nämlich den auch. Oh. Dann spiele ich noch einen. Ah, okay, jetzt hat er natürlich deinen Höllenritter geboxt, weil der natürlich noch nicht angreifen kann. Der kann jetzt nächste Runde angreifen. Genau. Aber der... What? Was? Aber seine Fähigkeit ist aktiviert worden. Oder? Ich kapiere das nicht. Ich glaube, die wird jede Runde aktiviert. Kann das sein? Das kann natürlich sein. Weil wenn der nämlich jetzt seinen Feuerball schießt und mich angreift... Ja, macht er tatsächlich. Der hat seinen Feuerball geschossen und hat mich angegriffen. Ja. Ah, und wenn ich meinen verrückten Clown lege, der kann beispielsweise die Blutlust einer feindlichen inaktiven Kreatur um 1 verringern. Heißt also, dass die irgendwie immer noch dann halt eine Runde länger braucht, bis die angreifen. Oh, what the fuck, einfach nur, ey. Was hast denn du da, einen dicken Ritten Werwolf? Ich bin echt noch nicht ganz so aufwendig, kann die Wut an... Okay, diesmal hast du eindeutig mehr Viecher da liegen, gefällt mir mal so gar nicht. Aber... Alter! Was? Wie der hat den mit einem Schlag? Ich hab's auch noch nicht ganz gecheckt, aber es ist irgendwie... Ich glaube, es ist logisch. Ja, ich hab das noch nicht so ganz verstanden, wie hier das Angriffsprinzip ab... Alter, ich krieg hier voll auf die Fresse, ey. Also ich glaube, die greifen immer der Gegenüber an und wenn gegenüber keiner ist, dann nicht. Ja, zum Beispiel meine ausrüstbaren Gegenstände kriegt auch immer ganz links der. Alter, what the fuck? Ich würde sagen, jetzt bist du tot. Ja, pff, da sitze ich, mache ich gar nichts mehr. Was ist das denn hier? Achso. So, buff. Alter. Okay, ich bin für noch ein Spiel, damit wir auch mal checken, wie das genau funktioniert. Okay, 3, 2, 1, klick. Nein, hat nicht geklappt. Ich muss sagen, mir fehlt in meinem Deck so ein bisschen so Reaktionskarten, irgendwie, dass ich von dir was wegpusten kann oder so, aber dafür geht's ja also, es fehlt generell noch so mega viel. Also, ich hab's noch nicht genau gecheckt, wer wie wann angreift, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich finde halt, während alles passiert, passiert das viel zu schnell. Ja. Warte mal, kann man nicht in der... Warte mal eben kurz. Optionen? Kampfansicht. Einmal... Es gibt sogar noch ein vierfaches Spieltempo. Ja. Ja, weiß Bescheid, Junge. Okay, von mir aus können wir. Ja. 3, 2, 1, klick. Jawohl. Ja, es könnte alles ein bisschen langsamer, aber ich habe das Gefühl, also die Fähigkeiten werden auf jeden Fall jede Runde aktiviert. Genau. Und die... Also meine Greifen tun sie auch quasi. Also meiner müsste nächste Runde mit 2 angreifen, hat aber ein Leben. Soweit ich wieder dran bin. Ne, noch nicht. Achso, die müssen voll sein. Die Runde danach greifen quasi. Ja. Okay. Dann spiele ich jetzt noch den. Achso, ne. Wenn der einmal jetzt voll ist. Jetzt hat er mich für 2 hat er mich jetzt gehauen. Genau, weil jetzt bist du dran. Okay. Oh, der. Dann spiele ich jetzt den. Aua! Wieso heilt er denn meine Kreatur nicht, der kleine Wichser? Ja, wahrscheinlich, weil er jetzt erst kann. Ja, wahrscheinlich. Dann spiele ich jetzt mal den hier. Ah, der hat die Kreatur jetzt geheilt. Aber jetzt greift er ein komisches Viech da oben noch an, oder nicht? Meine Spinne geht jetzt auf jeden Fall Ex. So. What the fuck war da? Alter, was geht denn da gerade ab? Einfach nur. Vampirtöter erhöht den Schaden dieser Kreatur gegen gegnerische Kreaturen vampirisch um 1.
Ah, okay, das war seine Fähigkeit. Alter, was geht denn da ab? Ja. Boah, da habe ich jetzt überhaupt nichts mehr gegen zu setzen. Also deine Kreatur greift jetzt jede Runde an. Ich kann jetzt überhaupt nichts mehr machen. Weil du wirst jetzt jede Runde meine Kreaturen wegficken. Da, bam, bam, bang, boom. Das verstehe ich jetzt nicht. Irgendwie haben die dich nicht angegriffen. Weil ich glaube, weil die keinen Gegenspieler haben. Ich weiß warum. Dein Skelettberserker hat meinen Basilisken angegriffen. Aber da der schon einen geblockt hat, können die anderen durchrennen. Das ist wie bei, ist das nicht wie beim, war das nicht bei Magic auch so, dass du nur eine Kreatur blocken konntest? Ja. Oder könntest du so viele, wie du wollt, willst blocken mit einer Kreatur? Ich kann nur die ersten beiden greifen dich überhaupt an, die anderen drei machen gar nichts. Du hättest ja tot sein müssen. What the fuck? Ach, du meinst... Okay. Ich glaube schon, wenn ich es jetzt hier richtig sehe. So, der greift jetzt den ersten an, der andere greift den zweiten an. So, pass auf, dann schicke ich jetzt das Messer. Der macht den, der macht den. Ja doch, das funktioniert. So, die sind untot. Oh ja, dann rotze ich die mal kurz weg. Ja, Siggi, bam. Ich brauche einen Lebenspunkt, aber geil. Okay. Perfekt. Okay, hab ich nicht. Ich komme da noch nicht so richtig rein irgendwie. Okay, dann eins geht noch. Okay. Eins geht noch. Okay, ja, drei, ja. Zwei, eins, klick. Na, das wird nicht funktioniert haben. Nee, hat er doch nicht. Nee, hat er doch nicht. Moment, wo auf der anderen Seite, bevor wir jetzt gucken, ich gehe noch kurz zur Startseite, erfülle Quests, baue dein Deck. Ich bin gerade überlegen, kann man tatsächlich sowas wie... Da. Klicke hier, um das Tutorial erneut zu spielen. Man könnte jetzt das Tutorial... Ich glaube, ich gucke mal ganz kurz mal... Okay, wenn seine Gesundheit auf 0 sinkt, gewinnst du das Spiel. Okay, alles klar. Soweit ist klar. Du ziehst 3 Karten. Du kannst eine Karte pro Runde spielen. Soweit auch klar. So. Das ist deine erste Kultur, ein Zombie. Er versucht 2 Nahkampfschadenspunkte der Schadensart physisch, gemäß seiner aktuellen Wut. Links oben zu sehen. Okay. Es muss einen Punkt Blutdurst generieren, um angreifen zu können. Ein Punkt Blutdurst wird pro Runde generiert. Ah, okay, soweit auch klar. So, der braucht 2 Punkte Blutdurst, aber er kann von Anfang an blocken, weil der halt da oben dieses Blockenzeichen hat. Okay, nun spiele ich meine nächste Karte. Der greift den an. Reiter erhöhen Gesundheit. Okay, das wusste ich auch schon. Jetzt spiele ich eine Waffe. Die kriegt auch der erste wieder ab. Okay, und Kreaturen mit dem Symbol können ausgerüstet werden. Okay, und da wird auch immer das linke von genommen. So, jetzt mache ich den Tod wegen 3. Das Skelettberserker hat nur niemanden, der entsteht. Er teilt direkt Schaden aus. Okay, das ist der Skelettberserker, wa? Der spielt halt eine Kraft. Jetzt tötet er meinen Wix-Zombie. Okay. Jetzt ist mein Gegenstand weggekommen auf den Ablagestapel. Und was haben wir hier? Bronzering erhöht die Wut einer Kreatur um 1. So, die Wut ist halt hier der Angriffsschaden quasi. So, jetzt benutzen wir eine dunkle Gabe. Achso, und jetzt kriegt er 3 Wut dazu. 5, weil der Ring auch noch einen hat. Jetzt rotzt er den natürlich weg. Alles klar. Auch logisch, ja, soweit. Natürlich. Jetzt spielen wir nochmal ein Skelett. Dann hatte ich es ganz kurz mal außen vor, während ich das hier kurz erkläre. Ja. So, wie gesagt, das Skelett rüstet sich jetzt halt, weil ich Glück hatte mit dem Messer aus von meinem Ding. So, und jetzt greift der den an und der greift eigentlich den Gegenüber an, aber da steht halt keiner mehr. So, und jetzt habe ich hier versucht, Eisscheiden auf einen Feind, dann nimmt er wieder den linken, wa? Ja, okay, jetzt habe ich nur einen. Okay, also 100% habe ich es noch nicht raus, aber wir machen jetzt nochmal kurz ein Ründchen. Ja? Okay, 3, 2, 1, klick. Ja, perfekt. Für Friede, die sich fragen, warum ich immer erst eine Sekunde später klicke, weil Hardy ja eine Ping hat, logischerweise durch TS. Okay, dann werde ich jetzt die Spinne spielen. Oh, nee. So, die hat 2 Schaden, 1 Leben. Genau.
So. Was ist das? So, dann spiele ich den. Und anschließend spiele ich noch den Nekromanten. Der beschwört nämlich gleichzeitig noch ein Skelett. So, jetzt greift nämlich dein Wurm auch meine Einser-Spinne an gleich. Und nicht mehr meinen Vierer. So. Ja, der macht aber einen Stromschaden erstmal auf deine Spinne und dann greift dann deinen komischen Dingens an, oder? What the fuck? Alter, jetzt reicht's mir. Okay. Wieso hat denn dieser schwule Wassergeist jetzt nicht angegriffen? Weil der ist jetzt angegriffen da. Okay. So, jetzt machen wir von Helsing. So, der greift jetzt für 2 an, dann stirbt der. Der greift für 1 an, dann krieg ich 1 Schaden, dann überlebe ich aber. Genau. So, dann beschwören wir jetzt den hier. Der beschwört noch ein Skelett. Okay, ich glaube, ich hab's mittlerweile raus. Also ich finde nur, die Bewegungen sind zu schnell. Ja, sind die auch. Okay, ich krieg grad hart auf die Fresse. Ein bisschen, ja. Vor allem, weil meine Kreatur noch Gott sei Dank immer schön hochgeheilt werden. Ja. Von meinem Doktor. Was? Wieso jetzt für 4 Schaden? Ich hab's nicht verstanden. Der hat nur eine Angriffskraft. Wieso hat der jetzt mein... Wegen meiner Fähigkeit. Erhöht die Wut einer Kreatur um 3. Das habe ich halt genutzt. Okay, jetzt hat er richtig krass dann auf die Fresse gegeben, das stimmt wohl. So, das Skelett darf direkt angreifen. Keine Verzögerung. So. Ja, dann so. Ja, damit bist du leider da. Und da habe ich das Vieh mit dem Stromschlag gefickt und dich dann direkt angegriffen. Okay, eine machen wir noch. Ja, eine Spaß. Noch. Eine machen wir noch. Okay, 3, 2, 1, klick. Jetzt muss ich wieder gegen Dieselmann spielen. Ja, ich will nicht auf dich warten, scheiß Gegner. Ich spiele sowieso nicht gegen dich. So. Sag Bescheid? Ja. Okay, 3, 2, 1, klick. Okay, ich spiele gegen Dark Skull 1987. Also das ist wirklich eine Funktion, muss ich sagen, okay. Und ich finde, das Tutorial müsste etwas ausgreifter sein. Ich verstehe noch nicht genau, wann wer wie angreift. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, klick. Da ist der Hardy. Okay, so. jetzt rotze ich dich weg. Da bin ich mal gespannt. So, als allererstes, du hast eine Dreierkreatur, dann spiele ich das Pferd. So. Verursacht 2 Schaden. Mal gucken, was das Deck jetzt so hergibt. So, dann spiele ich einen Zombie. So, und jetzt müsste dein Zombie eigentlich sofort angreifen. Und keiner von meinen kann den blocken. Ja, genau so ist es passiert. Okay. Hammer klug, oder? Hammer klug. Dann spielen wir das hier. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße gewesen? Alles klar. Ja, alle deine Kreaturen kriegen 2 Schattenschaden. Oh, okay. Wird wieder hochgeheilt. So, was haben wir da? Untot. Der ist korrupt. Dann spielen wir jetzt den. Ach, was mir auch jetzt erst auffällt in dem Sinne. Okay, dann habe ich jetzt schon verloren. Ich habe jetzt schon keine Schnitte mehr. Nee. So, was spiele ich denn jetzt noch? Ja, ich spiele jetzt so ein Bowie-Messer. So. Du hast gewonnen, juhu! Oh, ich war, eins machen wir noch. Boah, Alter, nicht noch eins. Eins ja, machen wir noch. Alles also, wirklich, okay. Das ist wirklich, ich sag das ist das Letzte. Das ist das Letzte, ja. 3, 2, 1, klick. Ja, liebe Zuschauer, das ist nur so, weil der Bram verloren hat. Wir werden wahrscheinlich so lange spielen, bis er gewonnen hat. Nein, gar nicht. Ich bin vorbei. Ich bin ja noch bei Suche nach Gegner. Ah, Gegner gefunden? Ja. Nee, Borki. Wir müssen nochmal neu. Okay, 3, 2, 1, klick. Gegner gefunden.
Ne, Dark Skull. Nee. So, hier raus. Ready? Ja. 3, 2, 1, klick. Ach, schon wieder nicht. Okay, ich will mal versuchen, suche Gegner. Ja, ich bin... Nein, ich will nicht gegen dich spielen. So. Ja, ich will nur mal suchen Gegner. Jetzt habe ich einen Gegner gefunden, aber geil. Okay. 3, 2, 1, klick. Jawohl! So. So. Geiler Ficker. Ich frage mich, ob es ein Vorteil ist, anzufangen. Na, habe ich mal eine scheiß Starthand gehabt. Muss man mal ganz kurz sagen. Am Arsch, Junge. Am Arsch, Junge. Will der mich hier direkt wegvögeln oder was? So, erstmal hier. Alter, was ist das jetzt schon für eine Scheiße gewesen? Ich hab dir 3 Schaden gemacht. Einmal durch einen durch den Zattenzauber und einmal 2 durch den Fluch. Und dann habe ich dich noch vor allen angegriffen. Alter. Ja, Siggi, ey. So, weg mit dem Scheißvieh. Deine Mutter ist ein Scheißvieh, ey. So, bam, bam. Na, ja, ich weich aus. Alter! So. Das war Feierabend. Hast du aber nicht mehr alle. Kiste. So. Oh, jetzt hast du eine 7er-Kreatur da stehen. Dann mach ich mal den schnell noch. Okay, dann mach ich das hier. Was? Hä? Wieso hab ich ihn jetzt verloren? Ach, pass auf, komm, du hast jetzt verloren. Ich kann dir sogar sagen, warum. Meine Link-Kreatur hat deine Link-Kreatur angegriffen. Ja, ich hab also meinen Zauber gemacht, alle kriegen plus 3 Damage. So, dann hat meine zweite Kreatur deine zweite angegriffen. Du selbst hattest aber nur noch 4 Leben und mein Geist hatte einen Schaden plus 3 sind 4 und hat dich getötet, weil keiner mehr zum Blocken da war. Oh Gott. Ich hab's mittlerweile gecheckt. Ich hab's zumindest so ein bisschen gecheckt. Egal. Kommen wir zur Wertung. Hadi, was denkst du? Also von der Aufmachung, ja, ich muss es diesmal tatsächlich objektiv bewerten. Ich würde sagen, kein Trash. Auf der einen Seite, ich bin nicht so mega für solche Online-Trading-Card-Dinger. Also ich habe es früher zwar selber so wirklich am Tisch selber gerne gespielt, deswegen mag ich diese virtuellen Dinger nicht so gerne, weil ich habe da immer gerne was in der Hand. Okay. So, weißt du, so physisch halt einfach, ja, klar. Diese Karten und so, deswegen mag ich das nicht so gerne. Aber von der Aufmachung her finde ich es echt nicht schlecht, deswegen müsste ich das jetzt mal objektiv beurteilen, obwohl mir das Spiel jetzt von der Art her nicht so gefällt, finde ich es nicht schlecht gemacht. So, okay. Und im Bezug zu dem, was wir die letzten Wochen gespielt haben, also kann ich jetzt, also ich finde es halt ein bisschen, also müsste jetzt nicht so krass, also ich finde die Spielgeschwindigkeit ein bisschen zu schnell, andererseits, ich finde den Einstieg sehr schwer, muss ich sagen. Ja, das finde ich auch. Also ich finde das Tutorial erklärt zu wenig. So, und ich finde die Spielgeschwindigkeit ist für einen Anfänger viel zu hoch, um zu checken, wie das Spiel richtig funktioniert. Also wir haben ja jetzt gesehen, ich habe es jetzt auch so einigermaßen begriffen, aber mir geht es immer noch zu schnell. So, ich finde, dass die Spielgeschwindigkeit zu schnell ist für den Anfang. Wobei ich glaube, wenn du das Spiel richtig drauf hast, bist du froh, dass das nicht alles so mega langsam vonstatten geht. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Also ich würde keinen tiefer gehen. Ich würde sagen trashig. Du würdest sagen trashig? Ja, pass auf, ich würde es halt mit Yu-Gi-Oh! Vergleichen. Also ich finde die Oberfläche gesehen schöner als die von Yu-Gi-Oh! Jetzt kommt bestimmt wieder Yu-Gi-Oh! Flamer. Ja. Ist mir aber scheißegal. Ich finde diesen, auch wenn es nur ein Browser ist, diesen Stil schöner als diesen Pseudo-3D-Stil, den die hatten. Ja. Ich finde die Kampfanimation ganz nett und die Spielgeschwindigkeit, dass sie so hoch ist. Ich meine, wenn man die auf bis zu 4-fach erhöhen kann, scheinen da wohl viele sehr viel Wert drauf zu legen. Ja, scheinbar. Abzüge gibt es bei mir auf jeden Fall. Das Tutorial ist für mich viel zu schlecht. Es erklärt halt nicht wirklich, wer greift wen jetzt an, sondern das muss man sich erarbeiten. Kann man jetzt so oder so sehen. Aber ich finde halt, dass ein Tutorial einem das erklären müsste. Ich meine, vielleicht habe ich es natürlich auch wieder irgendwo übersehen. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil von Tutorial. Das kann natürlich sein. Genau. Wobei, ich habe noch mal eine Idee. Klickt mal bitte, geh noch mal bitte ganz kurz auf PvP und drück mal bitte auf gleichzeitig. Ne, Moment, dann ist das Symbol oben nicht mehr. Ah, ne, dann ist okay. Das gibt's nur in den Menüs. Oben rechts so ein Fragezeichen-Symbol, weißt du? Ah, ja. Und ich finde halt, das finde ich aber richtig scheiße, dass man nicht halt einfach sagen kann, ey, ich möchte gegen meinen Freund spielen.
So, auch wenn es nicht gewertet wird, halt einfach. Ja, genau. Einfach also, das ist so ja egal. Einfach so Decke. Just for fun, so, ey, Junge, weißt du, wir machen jetzt irgendwie auf, jetzt, wir zocken jetzt gegeneinander. Ich meine, das hat jetzt gerade zwar ganz gut funktioniert, aber wenn man jetzt Wert darauf legt, dass man keine schlechte Kampfwertung hat, dann ist das natürlich kacke, wenn man zwischendurch immer wieder leaven muss. Genau, auf der anderen Seite ist natürlich nice, kriegt. Aber dass die Spiele halt so kurz sind. Weißt du, im Gegensatz zu Magic, wo ein Spiel doch mal ohne Probleme so 30, 40 Minuten dauern kann, gehen hier die Spiele halt relativ schnell vorbei und das heißt, du kannst auch mal schnell reingucken. Also eigentlich optimal gesehen für Mittagspause oder so. Also generell, ich würde sagen, Leute, die auf so Spiele stehen, so wie Yu-Gi-Oh! Oder Magic und so, aber eher schneller sein sollen, für die ist das was. Und für alle anderen, die ist es so nichts. Und deswegen würde ich sagen, ist es trashig, weil... Naja, also ich würde es halt nicht besser darstellen als Yu-Gi-Oh!, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich weiß schon, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist natürlich persönlicher Geschmack. Manche stehen so drauf, irgendwie auf so ein langes, langsames, gemütliches Spiel, so wie ich beispielsweise. Mir ist das jetzt auch zu schnell. Aber kann natürlich sein, dass, wie du schon sagst, dass es halt Leute gibt, die so für zwischendurch mal so ein Ründchen. Aber ich stimme dir eigentlich komplett zu. Also dieses Freundesystem, ich finde, man sollte ein Freundesystem einfach einführen. Es sei denn, es gibt eins, was wir einfach hier völlig übersehen haben, aber ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Also der Shop, Optionen. Also es ist mir nicht offensichtlich. Ich sehe hier nicht irgendwie Freunde oder sowas. So. Nee. Auch im Rad nicht und auch nicht unter Optionen. So, und das Tutorial war mir auch zu kurz. So, ja. Und dann ist natürlich jetzt, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, auf lange Zeit gesehen, wie viel Geld bringen einem diese Quests, wie viele Booster kann ich mir davon kaufen, werde ich irgendwann tatsächlich relativ schnell zur Kasse gebeten, um bessere Karten zu kriegen, um gegen andere Leute zu bestehen. Andererseits muss ich sagen, ganz ehrlich, wenn man ein Pro in Magic ist und sich ein bisschen auf den Gegner einstellt oder so, kann ich selbst mit einem Lappendeck bei Magic irgendeinen voll krassen Typen platt machen. Das stimmt wohl. So, deswegen, das ist immer so eine Sache bei so Kartenspielen. Ich weiß nicht, du kannst selbst das krasseste Deck überhaupt haben. Wenn der andere sein Deck in- und auswendig kennt und weiß, wie es läuft, dann machst du ihn auch platt. Also ich finde, das ist... Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie von Pay-to-Win reden kann oder sowas, weißt du? Nicht so. Ja, das weiß ich halt auch nicht. Also ich glaube jetzt so auf Anhieb würde ich sagen, nein. Wissen tust du aber natürlich noch nicht. Und ich finde es halt persönlich natürlich auch ein bisschen teuer, wenn du so einen Booster hier so für 3 Euro hast, weil, weißt du, früher hast du dir so einen Booster für 4, 5 Euro geholt, hast dann aber 12 Karten drin gehabt oder so, oder 10. Und zwar echte. Und deswegen weiß ich nicht, finde ich 3 Euro für so einen Booster schon nicht gerade wenig, muss ich sagen. Also so 1,99 hätten das auch getan oder 1,49 oder sowas, weißt du? Ja, tatsächlich. So, weil genau du hast so letztendlich nichts davon. Du kannst es dir nicht in den Schrank stellen, du kannst es nicht in 5 Jahren nochmal aus einer Kiste rauskramen und dich daran Erinnerungen erfreuen. Ja, keine Ahnung, das finde ich halt immer grenzwertig so, wenn das so ein bisschen teuer ist. Aber das muss jeder selber entscheiden, der die Kohle hat, der kann sie natürlich ausgeben. Ich kaufe meine Bücher im iTunes-Store ja auch digital, weil ich keinen Bock habe. Ich kaufe meine ganzen Filme und Serien auch digital. Ich stelle sie mir auch nie in den Schrank. Das ist alles Geschmackssache. Aber finde ich trotzdem... Ich habe mal so einen Booster gekauft. Ja, du hast ja wahrscheinlich noch Punkte gehabt, ne? Ja, genau. Ah ja. Nochmal kaufen. Wir können ja auch kurz das Geld noch ausgeben. Gucken wir noch mal kurz hier rein. Ja gut, aber ich würde sagen, dann einigen wir uns. Also bleibst du bei kein Trash oder willst du oder gehst du mit mir auf Trashig? Ja, ich gehe mit dir auf Trashig, weil ich finde, kein Trash ist es erst dann, wenn's. Ich finde, kein Trash ist so eine Auszeichnung für ein Spiel, was rundum gut funktioniert. Ja. So, und da hier gibt's wirklich noch so 2-3 Ecken und Kanten, auch wenn sie wirklich nicht wirklich krass sind, aber ich finde, Trashig ist dann schon. Ich finde, das geht klar. Ja, so. Stimmt. Genau. Ne, perfekt. Wisst ihr Bescheid? Wenn ihr das genauso seht, dann Däumchen nach oben. Wenn ihr meint, das Spiel ist absolut kein Trash, ihr habt keine Ahnung, ihr habt das Tutorial übersehen und bla bla bla, dann Daumen nach unten. Und ansonsten, ja, ne, haben wir eigentlich alles Nennenswerte gesagt. Genau, und so wie immer, wenn ihr selber spielen wollt, wie gesagt, ist halt kostenlos, wie jedes Trash-Night-Spiel, Free-to-Play, kurz genau. Anmelden. Die Anmeldung, muss man sagen, ging halt ziemlich schnell, das ist halt nicht so wie bei Area Games, weil es ist so... Ja, das stimmt. Man musste seine E-Mail-Adresse tatsächlich nicht bestätigen. Nee, du musstest einfach nur E-Mail-Adresse, Namen, Passwort, Konto erstellen und da war man sofort drin, da stand, da möchte das Tutorial spielen. Das war gut das gemacht, stimmt. Definitiv. Ja, und für ein Browser-Game funktioniert's halt echt ganz gut. Ruckelt allem, halt nicht und so halt. Ne? Ich weiß natürlich auch nochmal, ich kann mal kurz in den Raum 1 reingehen. Also es sind wirklich auch einige Spieler online, also die man halt wirklich ein bisschen spielen kann. Juli. Ja gut, nach der Trash-Night-Wertung könnte es ja sein, dass es natürlich nur ein paar mehr werden. Hoffen wir doch.
Dann danke fürs Zuschauen. Nächste Woche geht's weiter. Samstag, 19 Uhr, kennt das ja. Trash Night mit dem Hardy und dem Brahmen. Tochter aus Elysium. Hat dir runtergefallen und damit verabschiedet uns. Und nein! Tschüss! Hammer geil.